Gut, jetzt schauen wir mal, ob das hier mit der Gruppe was wird. Fuck, jetzt habe ich die Inka nicht. Der hat's. Ja, das war jetzt schon mal nix. Inka verkackt. Perfekt. Ich soll immer bei zwei reinschmeißen, ne? Der hat es jetzt irgendwie Ticken zu früh gezogen. Ja, gut, egal. Jetzt haben wir halt am Anfang keine Inka. Scheiß drauf, brauchen wir nicht. Shockwave. Shockwave. Schauen wir mal, ob die Dinger gemacht werden. Shockwave. Also, die Eule war jetzt schnell tot. Ach, ich wollte ja immer einen Dingstrank noch nehmen, ne? Shockwave. Der Schaden schaut gar nicht so schlecht aus, den wir haben. Der ist jetzt ordentlich hochgeboostert. Shockwave. Shockwave. War ja vorhin, oder was heißt vorhin, die Tage war ich mit einer. Oh fuck, jetzt haben wir den einen kleinen noch hier, der jetzt halt übelst geboostert wird. Das ist natürlich jetzt eher suboptimal. Wisst ihr was? Komm, scheiß drauf, den ziehen wir jetzt hier rein. Das ist jetzt nicht optimal, aber den einen, wenn wir da jetzt ewig bekämpfen, der verliert da seine Stacks wieder. Und gut ist, bevor du da jetzt ewig auf den einen rumklopfst. Mittlerweile ist ja Bowstring nicht mehr ganz so wild, wie es früher mal war. Ne? Das läuft ja wieder aus, ist ja nicht endlos drauf. Da geht es tatsächlich. Aber die Orbs werden gut gemacht, ne? Also kann jetzt gar nicht motzen. Ah, hier, da macht jemand Orbs auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gucken, hab ein bisschen viele Stacks drauf. Diese neuen Stacks von dem Scheißdreck. Boah, zieh ich sie zusammen oder mache ich es nicht? Eigentlich muss ich sie fast zusammenziehen, ne? Ein Trash-Buff. Jetzt habe ich natürlich hier keine Cooldowns, aber ich habe einen Geso. Fuck, da muss ich raus. Watch your step. Naja, der wird jetzt halt dann gleich ganz ordentlich gebufft hier, der Kollege. Nürschuh. Watch your step. Oh, der Hunter hat sich aber hier ein bisschen hitten lassen. Luga, ich grüß dich. Das hast du aber immer noch nicht verraten, bei welchen Berühmtheiten du da so unterwegs bist, ne? Ja, eigentlich wollte ich jetzt die hinten. Na, scheiß drauf, die nehmen wir jetzt nicht mit. Egal, dann nehmen wir die drüben mit. Ich muss bloß ein bisschen gucken. Diesmal laufe ich, denke ich, mal darunter. Ich mache es ein bisschen anders von der Ding her. Komm, wir pullen jetzt die rüber. Machen die beiden. Shockwave. Spiel's jetzt mal ein bisschen anders. Ich habe das letzte Mal, als ich hier drin war und runtergesprungen bin, mir gesagt, ich laufe jetzt immer so runter und mache nicht mehr diese Spirenzchen, die ich sonst immer teilweise gemacht habe, weil wenn du dann da unten bist, nicht weglaufen kannst, ne, die Mobs kiten musst, da hatten wir, war das Necrotic? Ich glaube, das war Necrotic, was wir da hatten. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Machen wir lieber das eine Pack oben und später können wir dann eh durchskippen und gut ist, wisst ihr? Das. Weil theoretisch kannst du dann hier am Eck auch welche stehen lassen. Das ist dann nicht so schlimm tatsächlich. Watch your step. Watch your step.
Mal ein bisschen auf Nummer sicher spielen. Interrupt. Watch your step. Jetzt muss ich halt so ein bisschen on the fly das anpassen, was ich... Oh fuck, wenn die jetzt adden, dann ist blöd. Bisschen anpassen, was ich halt sonst an Trash spielen würde, ne? Ach komm, der eine hat hier reingeaddet. Jetzt haben wir natürlich Booster Party ohne Ende und ich habe keine Cooldowns. Na gut, der hat geistesgegenwärtig, muss man sagen, sein Erdele reingeschmissen. Natürlich immer blöd, wenn du bei Bowstring Mobs schon low sind und dann noch Mobs dazu gepullt werden, weil die Bows dann halt dann alle übelst hoch, ne? Das willst du halt nicht haben im Optimalfall. Aber der Shami hat sein Erdele reingeschmissen, was sehr gut ist. Also müssen wir ja auch mal loben können. Shockwave. Jetzt sind noch gar keine Hunde geenraged, ne? Bis jetzt hat er den Cast noch nicht durchgekriegt. Haben wir doch einen Vent hier dabei? Ne, wir haben keinen Vent hier dabei. Jetzt haben wir den geaddet für nix und wieder nix. Okay, also mit Prozenten kommen wir halt hin und vorne nicht hin. Also, ne, beziehungsweise hinkommen wir bestimmt, aber ich habe keine Ahnung mehr. Also wir haben jetzt alles anders gepullt, als ich das eigentlich haben wollte ursprünglich, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Mal gucken, kann ich mir die Wall sparen oder muss ich sie ziehen? Ich habe jetzt noch eine Inka ready. Haben wir denn? Wir haben jetzt schon 50. Machen wir erstmal die Viecher hier. Ich habe nämlich jetzt wieder Inka ready. Mal kurz alle weg. Also der eine macht echt die Orbs gut weg. Also da kannst du... wir haben wo? Nee, hier wollte... Ich habe vorhin zwar geschrieben, dass ich mit wo was skippen will, aber nicht... Na gut, das war wahrscheinlich jetzt versehentlich. Ich habe geschrieben nach dem ersten Boss, ne? Alter, die sind jetzt halt hochgeboostet ohne Ende. Wenn die Hunde jetzt böse werden, ne? Das ist halt... One-Shot des Jahrtausends ist das dann. Ich kick's jetzt mal lieber weg. Die sind mir jetzt ein bisschen zu heiß, die Hunde. Heiße Hunde. Wobei es geht. Ah, fuck, jetzt... Wer hat denn jetzt die geaddet? Ja, das ist jetzt ganz scheiße. Da ist irgendwer reingelaufen, jetzt bolstern die hoch. Das ist jetzt... Komm, also ich habe die einfach nur ein bisschen gekaltet da hinten und irgendeiner ist reingerannt. Jetzt haben die halt alle Stacks. Das ist halt jetzt ein bisschen unnötig. Versucht die gerade hier noch irgendwie zu kriegen, die Orbs. Na ja, gut, die sind jetzt schon wieder runter, ne? Aber... Watch your step. Was heißt hier Kreischattacke? Es war einfach ein bisschen unnötig, dass wir die jetzt geaddet haben. Da wächst du aufgepasst, dass ich nicht hinlaufen. Dann ist, glaube ich, glaub, der Hunter ist reingelaufen, ne? Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah, das hat schon arg viele Stacks. Ne? Step. Ja, jetzt dann wieder gleich ordentlich durchhämmert. Da muss der Heiler pumpen. Da muss er pumpen. Und zwar ordentlich. Wie haben wir jetzt? 65. Also wir brauchen, bevor wir zum zweiten Boss gehen, um die 80%. Um die 80. Na gut, wir haben halt kein Vent hier, ne? Eigentlich kann ich den mit reinziehen. Der muss ja auch weg, sonst werden wir den nachher adden.
Shockwave. Es ist halt blöd, wenn du hier komplett ohne Vent hier reingehst. Uff, mal gucken. Shockwave. Dinger noch down kriegen. Das verzieht dann halt auch die Prozente. Shockwave. Okay. Vielleicht habe ich da jetzt die Shockwave ein bisschen noch mitgenommen. Shockwave. Okay, das muss ich mal wegkicken. Oh, den einen kannst du nicht kicken. Den spiele ich halt sonst nie, ne? Diesen Gargoyle. Lass die noch wegmachen. Bevor wir den Boss spielen. Sicherheitsweise. Dann müssten wir eigentlich fein sein. Was bringen die an Prozenten? Die zusammen bringen wahrscheinlich knapp die 3%. Dann haben wir... Haben wir eigentlich schon zu viel, oder? Dann muss ich mal oben. Naja gut, wir haben mal die Gargoyles jetzt gespielt, ne? Die du sonst halt nicht spielst, weil du eigentlich ein Ventier dabei hast, aber der Lead hat eine Gruppe gebaut ohne Ventier. Es wird jetzt halt beim Boss gleich interessant, ob wir da genug Schaden haben. Shockwave. So, auf geht's. Ein Pot rein. Move, Boss. Watch your feet. Alle hat erstmal den Hit genascht. Move, Boss. Da die Frage, ob wir genug Damage haben. Move, Boss. Watch your feet. Move, Boss. Watch your feet. Einmal müssen jetzt noch move, jetzt können wir dann gleich hier rumlaufen. Müsste eigentlich gut Platz sein. Watch your step. So, wie rum geht's? Rechts oder links? Fuck, jetzt bin ich fast in den Stall reingekommen, ne? Move, Boss. Wir haben ganz guter E-Schaden, aber nicht so ganz geilen Single-Target, ehrlich gesagt. Move, Boss. Watch your feet. Schauen wir da so, dass die Milis noch an der Seite dran stehen können. Move, Boss. Watch dass die nicht vor dem Boss stehen und sich wegsnacken lassen. Ne? Das hatte ich halt hier schon zu oft tatsächlich. Ah, das, ich hätte nochmal weiterziehen müssen. Jetzt wird es da ein bisschen eng da hinten zu moven. Wobei, da kommst du eigentlich rum. Dann geht eh wieder auf die andere Seite. Move, Boss. Wir haben halt jetzt schon 80, also eigentlich können wir jetzt schon skippen, ohne wo. Move, Boss. Watch your feet. Laufen wir mal da ein bisschen rum. Ich sehe ehrlich gesagt ein bisschen schwarz für den nächsten Boss. Watch your step. Wenn ich ehrlich bin. Weil wir brauchen hier gerade gut, wir haben halt hier kein HT gezogen, was eigentlich gut ist, ne? Eigentlich ist das beim nächsten, aber scheiße, der Hunter ist halt, naja, wohl, jetzt hat der Boss eine 8%, ob da ein Retz sich noch rentiert, wahrscheinlich eher nicht. Nein, lauft nicht vor dem Boss, nicht, dass ihr gesnackt werdet. Move, Boss. Watch your feet. Ja, dann skippen wir halt mit dem Pot durch.
Ja, der Hexer hat Fort Cooldown. Okay, das ging schnell mit dem Retz. Gut. Das ist halt der Schepperer-Boss. AOE incoming. Kill ads. Muss ich schauen, dass ich Uhr ein bisschen rausdrehe. Wegen dem Hit. Nicht, dass die Leute drinstehen. Okay, ich hab das Ding. AOE incoming. Also bei dem Boss muss er den Damage bringen. Wahrscheinlich, wir dürfen jetzt halt am besten auch die Gargoyles nachher nicht adden, ne? Die da drin noch stehen. Ich glaube, ich hatte es hier noch nie, dass ich keinen Vent hier dabei habe. Es ist halt schon ein riesen Damage-Loss, wenn du keinen Vent hier hast, ehrlich gesagt. Aber gut, machst ja nichts, ne? Kill ads. Ist das falsche VZ. Na, ist natürlich bitter. So ist das meistens. Kriegst du nie das, was du haben willst. Eine Wichtel will nicht rankommen. Target you. Na, der Hunter, der steht aber noch ein bisschen drin. Eine hat sich gerade noch rausgeblinkt, ne? In der letzten Sekunde. Aber schon mal der richtige Beruf, ja, das ist schon mal was. Kill ads. AOE incoming. Ach nein, warum macht denn der eine so ein Sprengding und sprengt sie da raus? Also, ich glaube, der Shami hat die da gerade rausgekickt. Also, das war jetzt ehrlich gesagt nix. Den einen, ne? Die waren alle zusammengestanden. Dann kickt er sie da raus. Also, weiß ich nicht. Das war jetzt nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Klar, du kannst sie damit interrupten, was schön ist, aber cooler ist halt, wenn die alle zusammen sterben, dann kannst du halt sorgen, ne? Dann kommen die nicht wieder. AOE incoming. Target you. Kill ads. AOE incoming. Doch, der Boss lief jetzt gut. Also da kann ich jetzt gar nichts meckern. Wie ist denn der Hunter jetzt bitte schön da so weggerippt? Ich hatte von allen die Aggro. Einfach in dem AE-Schuss gerippt oder was? Also irgendwie. Ich hab 10 Stacks von der Scheiße drauf, ne? Ich muss jetzt mal kurz den Stack auslaufen lassen. Auf die killen die jetzt noch rechtzeitig, bevor. Hol mal den anderen Kack noch raus. Ja, da hinten geht jetzt halt noch eine Orb hoch, aber da kann ich jetzt nichts machen. Shockwave. Ich hab die Orb nicht gekriegt. Ich dachte, ich krieg die mit Auto-Hit. Shockwave.
Brief raus. Shockwave. Dürfen wir halt gleich nichts adden. Halt in der Mitte durch, ne? Eine bringt, glaube ich, um die 8%, also das müsste passen. Mana sieht gut aus, oder? Auf geht's. Ach, ich und meine Pots, ne? Ich vergesse die ganze Zeit, diese scheiß Pots immer zu ziehen. Ich habe mir extra einige gekauft. Ich muss es wieder so machen, wie ich es in Legion hatte. Wo ich tatsächlich einen Pot auf meine Damage-Zauber gebindet hatte. Und halt einfach wie so ein Blöder. Ich hoffe, da wird jetzt keiner weggesnackt. Okay. Einfach da durchgerödelt habe. Soll ich die Inka jetzt sparen? Das ist jetzt halt die Frage. Ne? Also ich könnte die Inka jetzt für den Boss raushauen. Wisst ihr was? Der hat 81%. Wir brauchen bestimmt noch 2 Minuten, um den Boss runterzuhauen. Ich hau die Inka jetzt hier einfach am Anfang raus. Und ich werde sie dann bei den Ads wahrscheinlich am Ende wieder haben. Was ich meine. Die jetzt da irgendwie 2 Minuten zu delayen, nur um sie gleich am Anfang bei den Ads zu haben, ist glaube ich Käse. Ja, natürlich wird der Key knapp. Du hast kein Vente dabei, musst die Dings spielen. Also, es ist halt eine schlechte Gruppenkonstellation, wenn wir ehrlich sind. Wenn man das hier ohne Vent hier macht, den Key, ne? Aber gut, es hilft halt leider nichts. Das hilft halt leider nichts. Haben wir jetzt nur 9 Minuten. Also, ich denke mal, der Boss braucht bestimmt noch 2 Minuten oder 1,5. Dann hast du das große Add, wo du rechnen kannst, dass du da auch nochmal 2 Minuten dran bist und beim Boss vielleicht 4 beim Endboss, ne? Wenn alle richtig moven. Target you. Warte mal, das Ding, die Säule ist weg. Wo ist die nächste da hinten? Den hatten jetzt Inka noch. Das war doch eine Fehlentscheidung. Haben wir keinen Pillar mehr zum Sorgen? Ach doch, der Hexer ist da irgendwie ein bisschen hin und her gelaufen. Interrupt. Na gut, also ich habe jetzt halt noch 40 Sekunden hier auf Inka. Hier will ich es halt eigentlich haben, aber ehrlich gesagt ist jetzt nicht so schlimm. Ah fuck, wir haben hier die ganzen Orbs, ne? Ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so bedacht gehabt. Wenn du natürlich die ganzen Mobs anhittest, das mit den Orbs ist ja immer übelst räudig. Weil die kriegst du ja nicht mehr alle, die ganzen Orbs. Jetzt habe ich halt Inka. Sollte gehen, vielleicht jetzt noch eine Minute für den und dann haben wir noch 5 für den Endboss. Also wenn keine große Scheiße passiert, sollte das machbar sein, theoretisch. Theoretisch
Zumindest. Man muss halt jeder safe spielen, ne? Und das Problem ist, ich will jetzt nichts verschreien, aber, ne? Wisst ihr ja selber, was bei dem Boss teilweise los ist. Eure Anwesenheit langweilt mich. Ich muss mich wohl sofort gesindeln. Perfekt. Ich hab aber einen Retz. Aber ich muss erst gut poolen, sonst wird das nix. Ah, okay, der Ding hat geretzt. Ach, das war's Erdele, was hier getauntet hatte, ich wollte gerade sagen. War gerade so ein bisschen im Ding, habe ich Aggro verloren. Müssen jetzt aber echt mal ein bisschen aufpassen hier. AT haben wir am Laufen. Haben wir uns auch schon treffen lassen hier. Shockwave. Watch your step. Machen wir ein bisschen weg da. Wir haben nur einen Retz, ne? Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Help Soak. Ich habe mich aber auch treffen lassen, ne? Also ich bin genauso ein Gimp wie der Hunter. Aufgepasst. Gut, das ist halt Melee-Damage. Also, wenn ich als Tank getroffen werde, dann ist es so dramatisch. Aber gut, der Hunter nimmt halt jedes Ding mit, ne? Er hat halt genau noch immer 2% live. Er muss halt komplett voll sein. Shockwave. Wenn ihr es nicht so ist, bitte. Letztes Mal habe ich mich nie treffen lassen, aber jetzt habe ich es gerade richtig verkackt hier. Ein bisschen mal auch aufpassen, ne? Weil der Debuff ist halt auch nasty. Help Soak. Weg da. Geht genau in die Mitte in den Boss rein. Ich hab mein Ding gezogen hier. Bugskin. Der Hunter, ne? Wieder am Wegturnen. Der Kollege. Der Turner. Debuff. Boah, von ganz da hinten. Hohohoho. Ja, ihr seht da von der ganz anderen Seite, aber es sieht gut aus. Mal schauen, was das an Punkten bringt. Von Vogue. Shockwave. Und 6. Ach komm, ich bin bei 2.999. Ein verdammter Punkt fehlt mir noch. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Ein Punkt fehlt mir noch. Ah! Too close. Scheiße. Nein, jetzt muss ich noch eine Indie machen. Aber gut, ich brauche eh die vierte noch. Haben die so gekriegt? Eine Schildhand brauche ich nicht. Leder. Gut, hier ist kein anderer Lederer drin, der das brauchen könnte. Ne? Brauche ich gar nicht verrollen. Fehlt mich denn da ein? Okay, ja gut, war ein schöner Run, kann man nichts sagen, auch ohne Vent hier, ne?